ist Dorfromantik vielleicht eines der wichtigsten Spiele des Jahres 2022? Ich sage ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Da werden sich jetzt einige fragen, hä, was erzählt Ben da? Dorfromantik, das ist doch gar nicht so das krass neue, tolle, innovative Spiel. Ich meine mit wichtiges Spiel auch nicht zwingend, dass es jetzt das spielerisch beste Spiel des aktuellen Jahrgangs ist. Das ist auf jeden Fall ein Familienspiel, das super einfach ist. Wir legen einfach nur Plättchen aus, wollen Aufträge erfüllen. Aber was meine ich mit wichtig? Wichtige Spiele sind für mich in der Regel immer Spiele, die unser Hobby vergrößern. Es sollten meiner Meinung nach noch viel mehr Leute Brettspiele spielen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute, die auch sonst vielleicht mit Spielen gar nicht so viel am Hut haben oder die auch schon mal zum Spielen hier waren, aber jetzt auch nicht ständig kommen, dass die sagen, oh warte, da Harry Potter, du hast ein Harry Potter Spiel, oh geil, oder oh, ein cooles Disney-Spiel, das würde ich spielen, da komme ich vorbei, da spiele ich. Das sagen die halt bei anderen Spielen nicht. Egal, was ich da auftische oder mal irgendwie poste, heißt es, ja, also kommt vielleicht gar keine Reaktion oder gar kein Kommentar, aber wenn da halt, ne, das neue Disney, Potter, was auch immer Spiel gepostet wird, dann wird sich selbst zum Spieleabend eingeladen und dann ist es leider eben auch oftmals so, dann hat man vielleicht sowas wie Disney Wilderness, was viele gute Ideen hat, aber leider insgesamt dann doch nicht so das weltbeste Spiel ist oder so ein Harry Potter Kampf in den Hauspokal oder das Harry Potter Duellspiel für zwei Personen, Verteidiger der dunklen Künste oder so, das ist halt auch kein gutes Spiel und dann kommen halt die Leute vorbei, spielen das Spiel, weil es ihr Franchise ist und dann sagen sie hinterher, ja, okay, und kommen dann auch nicht wieder, weil das halt nicht so das geile Spiel war, wo sie sagen, hey, das hat irgendwie Spaß gemacht, da möchte ich gerne mehr von haben. Und Dorfromantik macht da was ähnliches. Es hat jetzt nicht so die ganz krasse Star Wars, Harry Potter, Marvel Lizenz, aber gerade während der Pandemie war ja Dorfromantik ein kleiner, ja, Überraschungshit und das haben wirklich super viele Leute gespielt und allein deswegen werden viele Leute auf dieses Spiel aufmerksam, auch Leute, die sonst vielleicht gar nicht so viel spielen, wobei es natürlich immer eine gewisse Affinität gibt von Computerspielern, die sind schon eher mal beim Brettspiel dabei als Leute, die auch gar nicht Computer spielen. Aber trotzdem sind noch lange nicht alle Computerspieler auch Brettspieler. Und wie gesagt, ich finde Spiele immer wichtig, die mehr Leute ins Hobby holen. Und Dorfromantik hat auf jeden Fall das Zeug, das zu tun, denn Dorfromantik ist eben auch kein schlechtes Spiel. Und es hat sehr viele positive Aspekte. Ein großer Vorteil ist, es ist ungefähr 3 Sekunden aufgebaut. Man nimmt den Stapel an Landschaftsplättchen, mischt den vielleicht noch einmal durch, dann dauert es vielleicht irgendwie 10 Sekunden, nimmt den Stapel an Auftragsplättchen, nimmt diese ganzen Auftragsmarker, das war ein bisschen zu überschwänglich, legt die hin und kann direkt losspielen. Man spielt kooperativ, gemeinsam, man deckt einfach 3 Aufträge auf, sieht schon mal, was man da machen muss, versucht dann die Landschaften so hinzubauen, dass man möglichst immer, wenn man einen neuen Auftrag aufdeckt, man den eben auch gleich erfüllt und spielt dann so gemütlich vor sich hin. Wie gesagt, ich habe, während ich krank war, komplett das Ding einmal durchgespielt. Ich habe 17 Partien dafür gebraucht und ich hatte sehr viel Spaß damit, was eben unter anderem an diesen Boxen hier liegt und damit eben auch natürlich an diesem Achievement-System, das man hier hat. Das haben wir zum Beispiel auch bei Zombie Teens Evolution oder auch bei ähnlichen Spielen, die auch so Achievements haben, wo man sich nach und nach Sachen freischaltet und sowas holt mich immer schon ab. Da bin ich immer schon mal bei und gerade wenn solche Spiele kurzweilig sind, aber trotzdem etwas Interessantes haben, dann neige ich auch dazu, die wirklich komplett durchzuspielen. Und diese Boxen führen eben auch dazu, dass das Spiel eben auch mehr als ein reines Solo-Spiel ist. Weil nach den ersten paar Partien, wo ich halt nur so die Grundversion hatte, dachte ich auch, ja, das ist ein gutes Spiel, das unterhält mich, aber eigentlich ist es ein reines Solo-Spiel. Da habe ich halt mehr und mehr gespielt, habe immer mehr von diesen Boxen geöffnet, da sind halt immer mehr, ja, Plättchen drin, die man sich freischalten kann, noch neue Sonderregeln, wo man dann nicht nur diese ganzen Auftragsplättchen hat, die man erfüllen kann, sondern man noch für viele andere Dinge Punkte bekommt. Ne? Hier oben auf dem Wertungsblock stehen hier oben so die Standardsachen, für die wir Punkte bekommen und hier unten sind noch ganz viele andere Dinge, für die man eben auch dann im Laufe des Spiels noch Punkte bekommen kann, wenn man hier halt ganz viele Schritte gemacht hat, hier hochgegangen ist und sich ganz viel freigeschaltet hat oder auch von diesen Sachen, die man sich freigespielt hat über diesen Achievement-Block, wo man dann auch während der Partien Erfolge haben kann, wenn man da bestimmte Dinge erreicht. Und dann ist es eben wirklich schon so, dass man es immer noch sehr gut alleine spielen kann, aber es gibt so viel, worauf man achten kann, dass man Aufträge vorbereiten möchte, dass man mit den Herzen Punkte machen möchte, dass man die langen Bahnstrecken vorbereiten möchte, dass man den Hafen vorbereiten möchte, dass man der Schäferin gerne viele Schafe geben möchte und da gibt es noch ganz viel, dass man den Hügel vielleicht korrekt platziert, dass man irgendwo absichtlich Lücken lässt, dass man den Zirkus ganz umhüllt. Also das ist super viel, worauf man drauf achten kann. Und ich habe viele Partien gespielt, wo ich mir hinterher dachte, boah, da habe ich nicht dran gedacht, der Zirkus war wieder offen, hier das mit der Schäferin habe ich nicht hinbekommen. Es gibt einfach viel zu viel zu tun. Und klar, bei solchen Spielen, wenn da am Anfang irgendwie, ne, 3 Plättchen liegen und man legt da irgendwie noch so 2, 3, 4, 5 dazu, dann ist das noch sehr überschaubar, dann hat man auch alleine noch den kompletten Überblick. Aber ne, wenn da irgendwann so 10, 15, 20 Plättchen liegen, dann ist es schon ganz gut, wenn eben 2, 3 Leute überlegen können, nachdenken können, wenn dann ein neues Plättchen gelegt wird, so, wo macht das jetzt am meisten Sinn? Können wir hier den Fluss mit dem Wald vorbereiten? Und wollen wir hier nur den Fluss machen? Oder können wir hier den Wald irgendwie dann noch an so eine Flagge anschließen? Und können wir da irgendwie ganz viele Flaggen verknüpfen und darüber
darüber richtig viele Punkte bekommen und uns da vielleicht das Achievement freischalten. Oder wenn wir hier irgendwie einen Auftrag ziehen, ne, können wir das irgendwie so vorbereiten, dass wir vielleicht noch den anderen Auftrag auch noch dann vorbereiten können. Also man sagt dem Spiel vielleicht nach, dass das Gameplay-mäßig ein bisschen flach sei. Und ja, gut, es ist jetzt kein Carnegie und auch kein Food Chain Magnet. Aber dafür, dass es eben wirklich ein gemütliches Familienlegespiel sein soll, steckt da, gerade wenn man mehr Partien spielt, meiner Meinung nach schon einiges drin. Vor allen Dingen eben für die Zielgruppe. Das Spiel ist nicht dafür gedacht, dass es die absoluten Hardcore-Vielspieler und die erfahrenen Strategen abholt. Aber auch denen bietet das einiges. Ich habe das ja auch, wie gesagt, ich habe es alleine gespielt. Wir haben das bei der Nachspiel gespielt. Das haben Karl, Markus und Annika auch gemeinsam gespielt, waren auch gut unterhalten. Die haben dann zwar nur zwei Partien gespielt, das nicht komplett durchgespielt, haben aber auch gesagt, sie hätten auf jeden Fall Bock, das weiterzuspielen. Und das originale Dorfromantik ist ja auch so, dass es so ein beschauliches Spielen ist, wo man einfach versucht halt, möglichst weit zu kommen, viele Aufträge zu erfüllen, sich irgendwie mehr und mehr Plättchen freizuschalten. Genau das macht man hier auch. Man kann dieses Spiel auch nicht wirklich verlieren. Ne? Ihr habt ja hier diesen Kampagnenbogen, ihr guckt hinterher hier, wie viele Punkte ihr gemacht habt und dann schaut ihr halt hier, wie viele Schritte ihr gehen dürft, geht dann halt hier auf diesen Plan quasi vor, schaltet euch da dann vielleicht auch nochmal neue Plättchen frei, die noch mit reinkommen, die eben auch dafür sorgen, dass ihr in den späteren Partien hoffentlich immer mehr Punkte macht. Und das ist schon so eine Belohnungskarotte, die auf jeden Fall bei Laune hält. Und wie gesagt, ich habe 17 Partien gebraucht. Man kann das sicher auch schneller schaffen, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde. Ich habe natürlich viel gelernt, bin jetzt strategisch schon sehr weit und kann jetzt auch, wenn ich nur das Grundspiel spiele, schaffe ich es in der Regel, alle oder fast alle Punkte zu machen. Dann habe ich wahrscheinlich meistens hier alle Plättchen gelegt, habe vielleicht ein, zwei Aufträge nicht erfüllt, weil die Plättchen eben doch manchmal ein bisschen unglücklich kamen. Klar, ist da ein bisschen Zufall drin, aber ähnlich wie zum Beispiel auch bei Carcassonne. Es gibt ja sogar Carcassonne-Weltmeisterschaften und da wissen die Leute, die spielen natürlich auch genau, wie viele Klöster noch drin sind, wie viele Städte irgendwie mit drei Stadträndern noch irgendwie im Spiel sind und das hilft dir natürlich auch, wenn ich ein bisschen die Verteilung der Plättchen kenne und die lernt man halt auch so nach und nach kennen, sodass man es auf einem immer höheren Niveau spielen kann. Also, dass das jetzt total banal und total flach sei, stimmt meiner Meinung nach einfach nicht. Das ist ein gutes Spiel, und gerade halt Familienspieler, holt das sehr ab. Die Regeln sind schlank. Ich habe auch nochmal extra ein Erklärvideo dazu gemacht, falls manche Leute vielleicht doch keine Regeln lesen wollen. Da ist man also sehr schnell drin. Man kann auch ohne Probleme, wenn man die Kampagne spielt, direkt eben auch Leute noch dazu holen. Es kann auch mal irgendwer nicht mitspielen, spielt in der nächsten Partie wieder mit. Man kann das gut solo spielen, zu zweit, zu dritt. Wenn alle voll drin sind und man auch schon ein bisschen was freigeschaltet hat, dann macht das auch sogar zu dritt oder zu viert viel Spaß. Und wie gesagt, man kann nicht verlieren. Es ist ein sehr geschilltes Spiel, wo man trotzdem immer was zu tun hat, immer gucken muss und natürlich versucht, das Maximum an Punkten rauszuholen und sich vielleicht auch vornimmt, so jetzt machen wir irgendwie das Achievement und am Ende fragt man sich immer, warum haben wir jetzt alles andere gemacht, aber das hat schon wieder nicht geklappt. Und mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe dieses Spiel sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Ich hatte da jetzt nicht ganz so super hohe Erwartungen ran. Und die solltet ihr natürlich auf jeden Fall auch nicht haben. Ihr solltet jetzt nicht denken, das ist irgendwie das mega krass, tolle, anspruchsvolle, komplexe Spiel. Aber es ist ja auch Nebel über Carcassonne angekündigt worden. Und da habe ich mir dann gedacht, weil ich habe auch die Pressekonferenz zu Dorfromantik gesehen, wo es eben auch hieß, ja, es gibt ja irgendwie noch kein so wirklich kooperatives Legespiel. Da war halt Dorfromantik war so unsere Idee. Und da dachte ich, ja, irgendwie ein bisschen doof, dass jetzt auch gerade Nebel über Carcassonne rausgekommen ist. Aber das Spiel ist natürlich auch super stark. Das zieht gerade in der Brettspielwelt einfach noch mehr Leute an. Und da war mir klar, so Dorfromantik, das wird kein großer Erfolg. Nebel über Carcassonne wird da einfach die Oberhand gewinnen. Und jetzt habe ich halt wirklich beide gespielt. Nebel über Carcassonne auch oft. Nicht ganz so oft wie Dorfromantik. Und ich muss sagen, für mich ist Dorfromantik das bei Weitem bessere und interessantere und motivierendere Spiel. Ne, dieses Nebel über Carcassonne, das ich halt verlieren kann, wo ich immer so diese Punkte erreichen muss und ich diese Geister managen muss. Und wenn die alle wechseln, habe ich verloren und dann kommen halt diese Friedhöfe, die mich auch noch weiter nerven und das ist, auch wenn man Carcassonne mag, sicherlich ein gutes und schönes Spiel, aber dieses einfach entspannte Bauen, immer nur ein Plättchen aufdecken, es immer irgendwo anlegen können, mich vielleicht ärgern, dass es nicht so passt, es doof finden, dass jetzt hier irgendwie die Bahnschiene genau auf der falschen Seite ist und ich dieses tolle Plättchen mit dem Wald nicht dahin legen kann, wo es mal mega krass viele Punkte weit abschließen könnte, aber das ist trotzdem, ich kann trotzdem irgendwas machen und im Zweifel habe ich halt am Ende der Partie dann nicht irgendwie 180 Punkte erreicht, sondern nur 150 Punkte, darf aber trotzdem hier weiter Fortschritte machen. Klar, irgendwann nach 17 Partien habe ich mir alles freigeschaltet und dann kann ich natürlich versuchen, das Ganze nochmal zu resetten und sagen eben, okay, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, versuche ich es halt vielleicht in 15 Partien freizuschalten und zu gucken, dass es wirklich immer optimal manage und vielleicht schafft man es sogar irgendwie, das mal in 10 oder 11 Partien freizuschalten. Aber allein diese ersten 17 Partien, die ich davon gespielt habe, die waren für mich so unterhaltsam. Ich habe ja gerade mal geguckt in meiner Liste von allen 2600 Spielen, die ich bisher gespielt und gelockt habe, ist Dorfromantik
jetzt schon auf Platz 61 mit insgesamt 22 Partien. Also, ne, ihr kennt das ja vielleicht. Also gerade wenn ich auch zu den Leuten gehört, die sich relativ viele Spiele holen. Man möchte die mal alle super oft spielen, aber die allerwenigsten Spiele kommen dann wirklich so oft und vor allen Dingen so oft in kurzer Zeit auf den Tisch. Klar, ne, das habe ich jetzt gespielt, damit bin ich jetzt erstmal durch. Das heißt, ich werde das jetzt so solo wahrscheinlich nicht mehr spielen. Wenn jetzt aber natürlich irgendjemand ankommen würde und würde sagen, hey Ben, ich hätte Bock, Dorfromantik mal zu spielen und das vielleicht auch durchzuspielen, würde ich auf jeden Fall sagen, klar, mit dir möchte ich das gerne nochmal spielen. Oder wenn ich vielleicht Weihnachten nach Hause fahre und das meiner Familie vorstelle und die auch sagt, hey, das ist ja voll relaxed und können wir schön spielen, lass uns das jetzt mal über die Feiertage einfach spielen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und wie gesagt, meine Eltern haben mit Max auch gerade Zombie Kids gespielt, er wird zu Weihnachten wahrscheinlich auch Zombie Teens Evolution bekommen, aber er ist auch im Alter, wo er Dorfromantik auf jeden Fall auch spielen könnte. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass auch da dann gesagt wird, das kannst du mal hier lassen, das können wir auch einfach so ganz entspannt nach und nach durchspielen. Und wie gesagt, es ist eben auch natürlich ein Spiel, das auch Spieler durchaus ansprechen kann, aber eben auch ein Familienspiel, das auch so ein Door-Opener ist, ein Gateway-Spiel, das Leute ins Hobby holen kann, die bisher noch gar nicht so die Brettspieler waren. In der Regel glaube ich auch, dass sie dabei bleiben werden. Es kann natürlich sein, dass sie vielleicht das Computerspiel gespielt haben und dann eben auch sagen, ja, wenn ich jetzt im Computerspiel die Landschaften aneinander lege, dann verwachsen die schön, das sieht voll toll aus und im Winter ist das hier irgendwie dann eine weiße Landschaft und da stört sie. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich habe das Computerspiel leider nie gespielt, das gibt es nicht für Mac. Ich habe einen Rechner hier nur zum Streamen, da bin ich jetzt noch nicht so auf Tuchfühlung mitgegangen, deswegen kann ich das Spiel nur als solches beurteilen. Ich habe auch schon vielleicht mal die Kritik gehört, ja, wir haben nach 5 Partien schon alle Boxen aufgemacht. Das kann ja durchaus sein, aber nur weil man diese Boxen alle aufgemacht hat, hat man auch lang nicht alles freigespielt, was da drin ist. Wie gesagt, ich habe dafür 17 Partien gebraucht, die ich gut enthalten war. Das kann man sicher auch in 15 schaffen. Andere werden da vielleicht 20 Partien für brauchen, aber das ist für mich jetzt auch kein wirklicher Kritikpunkt. Und klar, ne, Geschmäcker sind verschieden. Es kann sein, dass euch das nicht abholt, dass ihr vielleicht eher was auf Spirit Island Niveau erwartet, aber dann kauft ihr euch natürlich kein Spiel, wo Familie draufsteht. Und hier in Göttingen gibt es zwar die Spieleburg, ich sehe trotzdem nicht so super oft Leute mit Brettspielen unterm Arm durch die Stadt laufen. Das kommt schon vor, aber jetzt nicht so mega krass oft. In den letzten Tagen habe ich immer wieder Leute mit einem Dorfromantik unterm Arm durch die Stadt laufen sehen. Und in der Spieleburg haben die auch manchmal so Stapel von Spielen und da gibt es halt einen hohen Dorfromantik-Stapel und der geht immer runter. Also jedes Mal, wenn ich da bin, dann ist der wieder kleiner oder wurde wieder aufgefüllt und am nächsten Tag ist der wieder runtergegangen. Das, also man denkt ja mal in Spielehandlungen, da würden die halt irgendwie Spiele wie warme Semmeln verkaufen, aber auch gerade so bei den Vielspielerspielen, da freut man sich immer, wenn man dann mal irgendwie so 3, 4, 5 über einen Monat verkauft und in der Phase 10 geht natürlich ohne Ende, aber jetzt auch so eine Neuheit wie Dorfromantik, da ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass man da 10, 20, 30 Stück in 1, 2 Wochen von verkauft. Bei Dorfromantik geht das aber so ein bisschen in die Richtung und ich glaube auch, das wird Richtung Weihnachten sehr wahrscheinlich ausverkauft sein. Also wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß mit Dorfromantik, ich kann mir vorstellen, dass das bei meiner Familie sehr gut ankommt, ich kann mir vorstellen, dass das bei Leuten, die mit Spielen gar nicht so viel am Hut haben, die aber halt vom Videospiel kommen, dass die damit viel anfangen können und dass eben auch Leute, die einfach mal sagen, hey, ich will mal ein Spiel kaufen, da habe ich irgendwie schon Bezug zu, dass die das eben, ne, auspacken, sich die Regeln durchlesen, sehen, okay, Spielmaterial ist überschaubar, das einfach spielen, es toll finden, dass sie zusammenspielen, es toll finden, dass sie nicht verlieren können. Also ich mag Dorfromantik, meine Stimme hat Dorfromantik und dementsprechend mit das wichtigste oder eines der wichtigsten Spiele des Jahres meine ich nicht, dass es zwingend das beste Spiel des Jahres ist, da sind ja natürlich auch die Geschmäcker immer unterschiedlich, aber ich glaube, dass wenig andere Spiele aus dem aktuellen Jahrgang das Potenzial haben, halt noch Leute ins Hobby zu holen, die dann auch dabei bleiben und dann sagen, okay, das Spiel war toll, ich hätte gerne mehr andere tolle Spiele. Und das war dann einmal meine persönliche Meinung zu Dorfromantik. Wenn ihr es auch schon gespielt habt, gerade wenn ihr mehrere Partien gespielt habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, unten einen Kommentar zu schreiben und mich an euren Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Das war's von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.